Moin, heute stelle ich euch mal meinen Angestellten vor. Moin, ich bin Nico. Das ist Nico. Nico hat als Kunde hier mal angefangen sozusagen, kam als Kunde hierher mit seinen Rennmotorrädern, meistens mehrere, hatte immer viel zu machen, viel umzubauen, zu verbessern und so weiter. Nico ist Profi-Rennfahrer, ist, als ich ihn kennengelernt habe, im ADAC Junior Cup gestartet, war auch mit seiner KTM anfangs hier. Wie auch mit seinem Straßenmotorräder in BMW, zu der Zeit glaube ich R1, wurde dann wieder eine R1 und dann wieder eine R1 und dann wieder eine R1. Hat sich alles entwickelt. Ich wollte Nico anfangs ein bisschen unterstützen. Wir haben ein klein bisschen Sponsoring gemacht, er hat ein bisschen was bekommen, als Gegenleistung immer mit Aufklebern und das ein oder andere gemacht. Und so hat sich das Ganze entwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben, er hat Bock auf die Sache, er ist voll in der Materie drin, kann richtig gut fahren und arbeitet jetzt auf 450-Euro-Basis genau. Hier, studiert noch nebenbei, von nichts kommt nichts und hilft hier einiges aus, kennt sich auch sehr gut aus mit den ganzen Rennmotorrädern, fährt wie gesagt selber auch aktiv noch sehr, sehr viel. Ich bin heute mit Nico hier auf dem Prüfstand. Wir haben bei der R1, das ist eine 2009er, 10er, RN22, R1, Motorleistung so 180 PS. Das Fahrzeug ist jetzt nahezu Serie, hat einen Serienkrümmer, den Cut noch drin, hat nur schöne Akrapovic Endschalldämpfer dran. Und wir haben das Steuergerät ein bisschen umprogrammiert, haben hier einen Quickshifter und Blipper einprogrammiert. Bedeutet, man kann mit diesem Fahrzeug jetzt hochschalten und runterschalten, ohne das Betätigen der Kupplung. Das Ganze werden wir jetzt einmal testen, eventuell noch eine Feinjustierung vornehmen. Man muss immer ein bisschen schauen mit den Unterbrechzeiten sowie auch mit den Blipzeiten, dass das alles hinhaut. Das wird Nico jetzt gleich mal prüfen. Hat er noch Launch Control? Ja. Ich habe das Steuergerät, haben wir ja nichts dran verändert. Was zum Teufel ist eigentlich mit diesem PC schon wieder? Ich bestelle noch einen neuen PC. Es kann doch nicht sein, dass die jedes Mal hier die Dinger da nicht. Das. Nimm die Kamera weg. Wichtig, Kopfhörer. Wollen wir einmal machen, wir lassen sie warm laufen. Schnitt, jetzt ist sie warm. Ich würde mal sagen, die Batterie ist tot. Das Video wird dann jetzt ein bisschen anders laufen, weil da stimmt was nicht. Quickshifter und Blipper funktionieren nicht. Ich vermute, dass die Richtung verkehrt eingestellt ist. Also, dass er jetzt beim Hochschalten blimmen will und beim Runterschalten unterbrechen will. Jetzt müssen wir uns noch einmal das Steuergerät anschauen. So, hier kannst du schon mal eine Krimpzange holen, bitte. Ja. Jetzt schauen wir uns noch mal eben die Programmierung im Steuergerät an. Da ist jetzt der Blinkerstecker abgerissen. Den machen wir gleich neu. So, Passwackel hat Luft. Läuft. Jetzt lesen wir das Ganze erstmal aus. Jetzt schauen wir mal, was auf dem Steuergerät draufsteht, wo da der Fehler liegt, warum das Ganze nicht funktioniert. Also der Race Key war freigeschaltet, aber verkehrt rum, weil der Kunde fährt andersrum. Bedeutet, er schaltet nicht wie normalerweise den ersten Gang nach unten, alle anderen nach oben, sondern genau andersrum den ersten Gang nach oben und dann wird nur noch runtergetreten. Das müssen wir jetzt hier einmal einstellen, dass er andersrum schalten will und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Schauen wir hier nochmal rein. Disable Fuel Cut. Dann schreiben wir das Ganze. Was sagst du? Sieht schon nice aus, ja. Bist du happy mit deiner Performance? Das ist echt kurz, das Video, ne? Ja, ja, das soll ja eine Ad sein. Also, soll ja wirken wie ein Spot. Ja.
So, Steuergerät ist wieder drin. Dann testen wir. Das funktioniert soweit. Ja, alle mal einmal. Du siehst immer richtig begeistert aus, Nico. Quickshifter funktionieren jetzt soweit. Sehr, sehr gut auch, wie man sehen kann. Die Unterbrechzeiten sind gut. Obenrum wie untenrum funktioniert das alles sehr sauber. Ihr habt gesehen, man braucht die Kupplung nicht mehr, nur noch zum Anfahren. Ich bin jetzt eben mit der Launch Control angefahren. Hatte ich ja gesagt, das ist noch ein kleines Feature, was ist mit dabei. Man kann die Drehzahl, wenn die Kupplung gezogen ist, begrenzen und kann dann besser anfahren, als wenn man jetzt beim Rennstart immer durch Gas spielen, eine Drehzahl treffen muss, nicht zu hoch, nicht zu niedrig, weil zu hoch überschlägt man sich rückwärts, zu niedrig säuft die Karre ab. Das kann man halt sehr gut einstellen. Ob das jetzt die richtige Drehzahl ist, wäre auf der Straße zu prüfen. Das müssen wir mit dem Kunden dann nochmal klären, ob wir da gegebenenfalls auf der Rennstrecke nochmal irgendwas angleichen müssen oder ob das so passt. Ansonsten zum Anfang die Kupplung, danach brauchen wir sie nicht mehr. Wir können hoch und runter schalten ohne Kupplungsbetätigung und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Das war ein voreingestelltes Map, das habe ich so schon auf einigen R1 aufgespielt, das funktioniert sehr sauber. Jetzt werden wir nochmal die Leistung überprüfen, fahren nochmal eine Leistungsmessung und schauen mal, was sie so an Leistung hat. Also die gute Karre jetzt auf jeden Fall erstmal runter. Das sorgt dafür, dass sie nicht hubbelt, gerade bei so einer Maschine, die ein bisschen rennsportlicher ausgelegt ist, ist es so, dass das Federbein relativ hart ist. Dann fängt die Karre auf den Prüfstand, dadurch, dass es natürlich nicht mehr wirklich federn kann, anfängt es richtig hoch und runter zu springen und dadurch, dass man die runtergurt, kann man das verhindern. Genau. Also es ist eine Sicherheitsfrage. Plus haben wir natürlich bei einer 1000er immer das Problem mit Schlupf. Ihr habt es eben schon mit der Launch Control gesehen, im ersten Gang ist bei einer 1000er mit angegebenen 180 PS, es ist zwar nicht das, was am Hinterrad ankommt, aber das ist schon eine ganze Menge Dunst, die da rauskommt, radiert der Reifen halt einfach nur noch, weil dann einfach die Last zu gering ist. Deshalb gurten wir sie jetzt runter, dass wir da auch eine vergleichbare Messung haben. So, und dann schauen wir mal. Für die Leistungsmessung haben wir hier wieder unsere Zündungsabnahme. Dadurch haben wir nachher eine saubere Kurve, die wir auch 1:1 vergleichen können mit anderen Fahrzeugen oder wenn wir das gleiche Fahrzeug, wenn wir jetzt anfangen, den Motor umzubauen, Krümmeranlage, was auch immer hier noch alles drankommt, können wir das immer übereinander legen, weil wir eine saubere Drehzahl haben und dadurch haben wir vergleichbare Kurven. Wir haben jetzt 164,9 PS am Hinterrad. Das ist für eine Serien RN22 mit Acra-N-Töpfen eine gute Leistung. Relativ normal, Straßenreifen drauf, gegurtet. Das passt soweit. Der kleine Knick hier ist auch normal. Da gehen die variablen Trichter auf. Das Fahrzeug hat variable Ansaugtrichter. Bedeutet, bei ja, ungefähr 9200 gehen serienmäßig die Trichter, die fahren hoch. Dann sind es kurze Ansaugtrichter. Dadurch haben wir einmal kurz diesen kleinen Einbruch. Kriegt man etwas besser glatt gebügelt, kriegt man auch ganz weg, indem man die variablen Trichter ausbaut und gegen kurze ersetzt. Dadurch verliert man aber hier in diesem unteren Bereich massiv Drehmoment und hat oben raus nicht wirklich mehr. Wie viel Drehmoment haben wir denn? Wir sind jetzt bei 107.
Newtonmeter am Hinterrad wohlgemerkt alles. Man rechnet ungefähr 11% drauf für die Motorleistung. Das ist ein Wert, mit dem kommt man ganz gut hin. Wir könnten jetzt auch eine Verlustleistungsmessung nochmal fahren. Interessiert in der Regel nicht. Man rechnet immer mit der Hinterradleistung und da sind wir mit 165 knapp, sind wir voll im Soll. Von daher ist das gut. Jetzt habt ihr einmal gesehen, was es so für Möglichkeiten gibt. Es gibt in Sachen Steuergerätprogrammierung gibt es diverse Möglichkeiten. Also bei diesem Fahrzeug habt ihr gesehen, gibt es die Möglichkeit, Quickshifter Blipper einzuprogrammieren. Ansonsten können wir natürlich das Fahrzeug auf dem Prüfstand hier optimieren. Haben also die Möglichkeiten, jetzt das Einspritzmap individuell zu erstellen. Das ist auch das, was wir in der Regel machen. Wenn wir jetzt in dem Fall nicht machen, bedeutet dann allerdings, wir verbringen den ganzen Tag auf dem Prüfstand. Fahren immer wieder die Kurven ab, nicht so wie jetzt, nur eine reine Volllastkurve, sondern auch die niedrigen Drosselklappenstellungen, wenig Last, Konstantfahrt, durchbeschleunigen. Das wird alles einmal abgefahren. Dazu ist noch ein bisschen mehr Sensorik nötig. Das seht ihr mal in einem anderen Video. Solltet ihr Interesse dran haben an einer Leistungsmessung, einer Einstellung des Steuergerätes, Programmierung oder sonstigen Optimierungsmaßnahmen, könnt ihr euch jederzeit melden, schreibt mich einfach an. Ich hoffe, ihr habt grundsätzlich so gesehen, wie das alles funktioniert, konntet ein bisschen was lernen. Im nächsten Video erklären wir noch ein bisschen mehr zur Sensorik, was es noch weitere Möglichkeiten gibt. Vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal.